der Witter lebt in seiner Welt, was ihn ab und zu vor Probleme stellt. Denn jedermanns Sache ist es nicht, wenn die Diskrepanz aus einem widerspricht. Willst du dich nicht eines Wittes Freundschaft berauben? Lass ihn doch ganz einfach in seinem Glauben. Sei korrekt und loyal und lass dich von ihm leiten. Es lohnt sich nicht, mit einem Witter zu streiten. Stier, denn die ist so ein Tier, welches seine Spitzenhörner auch gerne vorführt. Es dauert seine Zeit, bis sein Stier verzagt. Doch wenn er einmal Rot sieht, ist Vorsicht angesagt. Deswegen ist es beim braven Stier wohl besser. Man kommt ihm friedlich und nicht mit dem Fleischermesser. Stay cool. Nicht so bei den Zwillingen, die meistens alles billigen. Doch weil sie ja zu zweit sind, danach mit sich im Clinch liegen. Erst wenn sie etwas ganz von alleine checken, kommen sie und hören auf, sich zu verstecken. Dann wird alles Wissen gern von sich gegeben, um das versteckte Genie auszuleben. Es kann einem schon, das mag zersägen, wenn sie probieren, die Probleme anderer zu versöhnen. Hingegen der Krieg, der seitlich durch das Leben geht und doch aber immer über einer Sache stehen. Es ist nicht verabscheut, eins gerade sein zu lassen, bis er es bereut, denn er kann es gar nicht fassen. Er muss sie verbessern, beißen und kneifen, alle die seine Genialität nicht begreifen. Es braucht Zeit, um zu reifen, Doch wenn ein Löwe brüllt und seine Krallen zeigt, ist das ein Zeichen von Kraft und Überlegenheit, von Mut und Stolz. Er beschützt die Schwachen, er kann gar nicht anders. Was soll er machen, wenn er erscheint, anstatt zu kommen? Immer gut gelaunt, nach vorn gerichtet und besonnen. Lass ihn nur reden, was er sagt, wie keine Tonnen. Aber nichtsdestotrotz hat er dich in Besitz genommen. Die Jungfrau kümmert sich um alles und jeden, kann sich nur schwer selbst Fehler vergeben. Über alles kann man reden, nach der Perfektion zu streben, führt zu Streit. Denn eure Form der Gerechtigkeit hat euch noch nicht sehr weit gebracht. In eurem Leben ist es deswegen, weswegen es gut ist, Pflichtbewusstsein zu hegen und Scheinheit zu pflegen. Siehst du die Zeichen, die jeder von uns birgt und wie ein jedes auf uns einwirkt? Die Sternzeichen und ihre Aszendenten, verbunden mit den vier Elementen. Ich weiß es, ich beweise es. Die Waage bringt alles ins Gleichgewicht, weil sie mit jedem Menschen Klartext spricht. Doch wegen ihrer Oberflächlichkeit ist man ihr zu glauben nur schwer bereit. Deshalb wäre es gut, über Wagen mehr zu wissen. Von ihnen wird man nur ganz selten beschissen. Sie wirken so merkwürdig angenehm, wenn man sich anlehnt. Theater machen konnte ein Skorpion schon immer fein. Ob seiner Vorgangsweise vor dem Licht erscheint, ist er klein und mit Sicherheit kein Kasperlein für Massen, die ihm laut schreien. Seinen Stolz bewegen und verzeihen kann er nicht, komm ihm nur gelegen, wenn du nicht willst, dass er dich sticht. Gib ihm einfach recht und lass ihn weiter ticken, er lässt sich nicht gerne in die Karten blicken. Der Schütze, so rastlos, bringt seine Witze. Machst du darüber nicht, gibt's eine auf die Mütze. Ja, ein Schütze, der sich kennt, sollte darauf teuer achten, viele, die sie treffen, nicht nach so viel Feuer trachten. Der Bock, der springt den Berg hinauf, der nimmt gar hohe Risiken in Kauf. Und meistens glänzt der Lebenslauf, den nimmt man sicher gerne auf. Sie sind voll Kraft und Energie und legen ihre Kontrahenten gern mal übers Knie. Und dann wird stundenlang drüber diskutiert, was einen wundern kann, und Freundschaften blockiert. Und hier von der Skurrilität dieser Welt kostet es dem Wassermann nur wenig Geld. Was er nimmt und was er gibt, sind nämlich ganz verschieden. Doch was er hasst und was er liebt, hat er gleichermaßen noch nie vermint. Aber will er doch nur seinen besonderen Frieden. Und zum Schluss kommt der Fisch deswegen zuletzt, denn er hat sich in der Zeit verschätzt. Er hat keine Eile, keine Zeit zu verschwenden. Ich weiß, irgendwann wird dieses Lied enden. Mitfühlen, wie sie es in dem Herzen ein Kind, voll Fantasie und Harmonie.